Das ist Tanztheater, entstanden im Iran. Ein Blick hinter das, was wir sonst nicht sehen. Tanzen ist verboten im Iran, es gilt den Mullahs als anstößig und lernen kann man es an keiner öffentlichen Schule. Und so erscheint es fast unglaublich, was diese Theatergruppe aus Teheran dennoch zeigt, trotz der Zensur, die im Iran allgegenwärtig ist. Ein Spiel mit dem Chador, dem Ganzkörperschleier, unter dem sich islamische Frauen verbergen. Chador ist aber auch das persische Wort für Zelt. Das ist der große Coup der Choreografin Helena Waldmann. Sie hat die iranischen Tänzerinnen in Zelte gesteckt. Ein genialer Einfall. Denn unter den Zelten geht vieles, was sonst nicht möglich wäre. In ihrer Heimat sind diese Schauspielerinnen berühmt, aus Theater- und Fernsehserien. In einem Workshop in Teheran hat die deutsche Regisseurin Helena Waldmann das Stück erarbeitet. Eine Zitterpartie bis zum Schluss. Und ein kleines Wunder in Teheran, bis auf eine kleine Änderung ließen die Zensoren das Stück durchgehen. Ein Schattentanz musste durch ein Standbild ersetzt werden. Tanz dürfen die Schauspielerinnen das trotzdem nicht nennen. Absurd und widersprüchlich, was das Regime zulässt und was nicht. Das Auge der Zensoren ist überall, auch im europäischen Ausland. Zelte, in diesem Theaterstück ersetzen sie den Schleier. Darunter können sich die Frauen freier bewegen als ohne. Mir ist es aufgefallen, als ich am ersten Tag im Iran war. Wirklich in Teheran selbst, man sieht eigentlich überall Zelte. Die stehen am Straßenrand oder zum Beispiel am Kaspischen Meer. So, wenn wir unser Handtuch mitbringen, um uns dann da drauf zu legen, stellen die Iraner oft einfach Zelte auf. Und da sind sie dann drin und das ist oft auch ein Schutz für die Frauen, weil man sich nicht einfach so, auch wenn man ein Kopftuch und einen Mantel anhat oder einen Chador anhat, kann man sich nicht einfach so in den Sand legen und sich sonnen. Das ist nicht gut. Nur wir dürfen mit der Kamera kurz hineinschauen. Die Zuschauer im Theater sehen nur die Hülle von außen. Im Schutz der Zelte können die Schauspielerinnen alles ausprobieren. Eine ungewohnte Erfahrung. I was not used to improvisation. Improvisation war mir völlig neu. Ich habe immer gemacht, was der Lehrer oder der Regisseur mir sagte. In diesem Stück aber forderte uns die Choreografin auf, macht, was ihr wollt. Das war eine erschreckende und beängstigende Erfahrung, aber auch aufregend. Das Leben vor und hinter dem Schleier, im Iran sind das zwei Welten. Was erlaubt ist und was nicht, reine Willkür. Anpassung überlebensnotwendig. Ihre Freiheiten erkämpfen sich die Schauspielerinnen jeden Tag neu. An einem Tag bist du etwa so frei und deine Grenzen sind hier. Am nächsten Tag schon, zum Beispiel wenn der Regisseur abgesetzt wird, sind deine Grenzen weiter gesteckt oder auch enger. Das kannst du nie vorhersehen. Sie haben gelernt, damit zu leben. Wir passen uns an. Alles anders als gestern, okay. Wir ändern uns. Wieder und wieder. Alles wegen dem großen Regisseur da oben. Letters from Tentland wurde Anfang des Jahres in Teheran uraufgeführt. Inzwischen haben sich die politischen Verhältnisse wieder verschärft. Nochmal werden sie es dort wohl nicht aufführen können. No tent can possibly get out of tent. Just as you can't get out of your skin. You would die if you did. Vielleicht ist das typisch für unser Land, weil wir uns so sehr in Innenräumen bewegen, so dass man von außen gar nicht sieht, was wir fühlen und wer wir sind, wie gastfreundlich wir sind. Das ist alles da, nur für euch nicht sichtbar. Es gibt diese große Mauer um das Land. Und das ist das Beste an den Zelten, dass man das damit zeigen kann. Ihre Gastfreundschaft beweisen die sechs iranischen Schauspielerinnen im zweiten Teil des Stücks. Die Frauen aus dem Publikum werden hinter den Vorhang gebeten. Männer müssen draußen bleiben. Beim Tee unter sich, wie sie es zu Hause oft sind, werden die Iranerinnen mit Fragen überschüttet. Dass sich Frauen und Männer in der Öffentlichkeit nicht berühren dürfen, erklärt Sarah gerade. Nicht mal die Hand geben ist erlaubt. Angesichts der politischen Situation im Iran ist Letters from Tentland eine kleine Sensation. Für das westliche Publikum ist, was man von den Frauen erfährt, fast interessanter als das Stück selbst. Aber genau darum geht es, etwas von der Welt hinter dem Schleier nach außen zu bringen.